Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Ich weiß gar nicht, was das gerade für ein Versprecher war, aber auf jeden Fall. Ja. Ich habe offscreen mal wieder was gemacht, aber so äußerlich nicht wirklich viel passiert. Ich war eher was farmen, weil mir das dann doch ein bisschen auf die Eier ging. Und zwar habe ich mal hier, wo ist es, ein Stack Obsidian gefarmt. Das haben wir in letzter Zeit so oft gebraucht, habe ich mir gedacht, ja komm, mach das mal. Das war aber kurz hier. Ja. Auf jeden Fall. War die eine. Moment, ich muss gerade meine Worte ein bisschen finden. Und irgendwie mal gerade die Musik ein bisschen leiser machen. Alter, ist sie wirklich so laut? Muss ich mal gucken, dass ich das über einen anderen Player mal versuche und da ein bisschen leiser mache. Auf jeden Fall. Gestern. Mo. Ist ja pustig. Da ist auf der auf dem Dirtblock, worunter die Lavaquelle ist, wenn ich das abgedeckt habe, eine Blume gewachsen. Ist ja nice. Das lasse ich jetzt zu. So, dritter Versuch, auf jeden Fall. Gestern, Montag kam keine Folge. Habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Hatte da ein bisschen doch krassen Zeitdruck und naja. Glaube ich, muss ich nicht viel zu sagen, oder? Hier sollte ich mal schauen, wie das hier noch aussieht. 1100 Dirt. Schaukohle kommt rein, Holz kommt rein. Äpfel kommen anscheinend rein. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, was wir dann heute mal machen wollten. Wir wollten uns dann heute mal um eine Quarry kümmern. Da gibt es die normale Quarry von BC Factory oder die Ender Quarry. Wir werden beide Versionen irgendwann craften, wobei die Ender Quarry da ein bisschen teurer ist. Wenn man mal hier so schaut, zwei Ender Thermic Pumps mit Ender Fuse Obsidian. Das ist Obsidian mit einer Enderperle. Eine Mai of Ender, Water Bucket, Lava Bucket, eine Iron Pickaxe und ein Deer. Ist schon nicht ohne. Nochmal Ender Fuse Obsidian. Hier einen Ender Core, das ist ein Eye of Ender, wieder Ender Infused Obsidian und Magical Wood wird aus Gold, Bookshelf und Enchanted Books gemacht. Ist echt nicht zu unterschätzen. Und dann Diamond Edged Computational Matrix. Ach du Kacke. Also hier Obsidian, nee, Burnt Quartz sogar. Also, das wollte ich mir dann heute noch nicht geben, da wollte ich mir jetzt mal die normale Quarry machen. Sieht zwar nicht so schön aus, wenn wir da so ein fettes Loch haben, aber naja. Obwohl ich mir dann auch schon vorstellen könnte, was wir mit dem Loch machen würden, aber ne, ich mach das nicht hier in der Gegend. Also, wir brauchen erst einmal, brauchen wir ein paar Stiggies. So, das sollte glaube ich reichen. Wood Gears. Und dann machen wir daraus Stone Gears. Gut. Also. Dann nehmen wir es mal dort ab. Obwohl wir können eigentlich schon alles rausnehmen, was wir brauchen. Wir brauchen noch Gold und die Gears brauchen wir glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 11. Okay, ich bin gerade überlegen, was ich so in dem Beitrag erzählen könnte, weil ich habe keinen Bock gerade alles zu dokumentieren, was ich mache, weil ich glaube, das sieht er ja auch schon. So, wir brauchen 3, 1, 2, 3, 4. Gut, dass ich aufgepasst hat. Bei uns in der Schule war heute eine kleine Infoveranstaltung und zwar geht es um das sogenannte Auslandspraktikum. Quasi die besten Netten oder ein paar glücklichen Netten die Chance, einfach mal 8 Wochen lang ein Praktikum auf Teneriffa zu machen. Habe ich nur groß hingeguckt und gesagt, ja komm, versuchst du dein Glück. Ja, war da heute die Infoveranstaltung. Und ich hatte sofort schon die Motivation verloren. Warum? Das kann ich so ganz leicht erklären. Die verlangen mindestens einen Notendurchschnitt von 1,5.
So, ich meine, ich komme in der Schule momentan zurecht, ist alles kein Problem, aber 1,5 schaffe ich nie im Leben. Da muss ich mich schon echt krank für anstellen. Ganz kurz, ich will jetzt noch einen Tesseract machen. Hatte ich ja in der letzten Folge schon angedeutet. Auf jeden Fall. Da wollte ich jetzt euch mal fragen, wie ihr das seht. Würdet ihr euch so etwas zutrauen? Also wenn ihr wüsstet ja, okay, wenn ich mich so hart dafür anstrenge, unter diesem Leistungsdruck dann zu arbeiten, würde ich auch belohnt werden. Würdet ihr das dann machen wollen? Also, ich bin ehrlich, ich würde das nicht machen wollen. Aber warte mal, ich fällt gerade was auf. Wir brauchen ja noch harten Glas und so weiter. Und dafür brauchen wir einen Dachschinsmelter. Den können wir dann mal machen. Den hat man nämlich noch nicht. Sollte aber auch kein Problem sein. Wir brauchen Ingwer. Ja. Nee, kein Silber. Wir brauchen zwei Gold, glaube ich. Plasma Injection in das. Das wollte ich mir mal gerade anschauen, aber ich weiß. Aua. Ach ja, das wollte ich genau. Wir brauchen zwei Goldbarren. Zwei davon. Was kommt da oben drauf? Ein Bucket. Na, na, na. Und dann nochmal vier. Wo war ich? Ah ja, auf jeden Fall, ich würde mir das echt nicht antun wollen. Ich meine. Hä? Ach, ich habe Bronze rausgenommen, ich voll der. Auf jeden Fall dritter Versuch. Ich meine, ich weiß, ich kann das schaffen, bloß mein Problem ist dann halt einfach. Ich würde mich dabei nicht wohlfühlen. Wirklich so krass zu arbeiten, dass ich dann. Achso, das war die Faust, die waren wir gerade am Überlegen. Ne, darauf habe ich jetzt aber gerade keinen Bock. Ja, das kann man lassen. Auf jeden Fall, ich wüsste halt ja wirklich schon, dass ich das schaffen würde, aber ich würde mich einfach nicht wohlfühlen dabei. Ich will auch teilweise nochmal zocken und so weiter und dafür muss ich mich dann schon noch krass für anstrengen und das würde ich halt nicht. Wo habe ich denn den Crescent mal hingepackt? Wo ist der Kiesenthema hin? Ist schon meine Ordnung. Weil wenn wir schon damals jetzt arbeiten, würde ich gerne die Formel nach da oben hinpacken. Bräuchte ich aber nochmal ein Kabel. Soll ich das Kabel noch finden? Sehr schön. Das wird auf jeden Fall alles noch ausgebaut hier später. Ja, die Energy Cell. Das wird auch schon mehr gepumpt. Auf jeden Fall, wo war ich drin? Ah ja, ich will auf jeden Fall auch noch teilweise was zocken können und dann müsste ich mich schon so weit anstrengen, dass ich nicht mehr zum Zocken käme. Und was soll ich sagen? Ich bin ein Gamer. Danke. Ja. Ich meine, es wird ja auch nur zu meiner Laufbahn dazukommen, aber na, ich weiß nicht. Vor allem müsste ich dann auch nochmal mein Spanisch und so weiter auffrischen. Oder auch mein Englisch, weil ich glaube nicht, dass sie auf Teneriffa so dann fließend Deutsch sprechen. Werden bestimmt welche sein, aber nicht hier alle. Komm, dann schmeiß mal da Obsidian schon mal da rein. Da können wir schon mal jetzt wieder auf den Tesseract gehen. Wir brauchen noch ein Derium. Ein Derium wird lustig. Wir haben ja zwei Scheine Ingots nur. Ach du Scheiße. Wie viel brauche ich für. Okay, ich werde genau perfekt zwei hinbekommen. Das ist sehr schön. Eins. Zwei.
So, vier. Warte, ich brauche ja nochmal vier. Ich will jetzt zwei Tesserakte. Oh Mann, das wird schon wieder teuer, das merke ich. Dann könnte ich ja schon mal die Enderperlen. Wo habe ich die Enderperlen? Ach, ich habe die doch schon. Boah, da habe ich mich schon selbst erschrocken. Alter. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich denke nur, das darf jetzt nicht wahr sein. Das hast du noch extra alles erfarmt. So, das kommt dahin. Dann brauchen wir noch dreimal pulverisierte Schienen. Also insgesamt 6 für hin und zurück. Aber warte, da kommt er dann hier an. Das wird ja nicht weitergeleitet. Ich werde auch mal schauen, dass wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn wir ein paar Ressourcen mal hätten, auch mal mit, sagen wir schnell, mit Applied Energy Sticks anfangen. Ein Bucket. Was ich hier momentan noch gerne anschaue, ist vom Team Triflo und vom Street Digger, der ihr Let's Play von Sky Factory. Ist echt interessant. Ich bin zwar da eher so der Typ, der gerne Agrarian Skies zockt, aber weil ich halt einfach auf die Quests stehe. Aber es scheint den beiden ja auch Spaß zu machen. Blaze Powder war das? Ich verkacke immer die Mischung von Pyrotheum. Blaze Powder und pulverisiert Kohle. Boah. Ich glaube, wenn wir eine reinschmeißen, wird das sogar reichen. Ich würde gerne. Ja, perfekt. Boah, jetzt müsste ich eigentlich gerade wieder mit Webcam zocken. Bin eigentlich gerade wieder richtig am Updancen zu der Mucke. Aber die Mucke ist ja auch geil. Also, so und so. Dann haben wir sogar noch ein bisschen was auf Vorrat. Weil ich glaube, wir kriegen zwei aus einem Pyrotheum das raus. So war das Verhältnis, meine ich. Und ich würde es auch hoffen, wenn wir dann gleich in der nächsten Folge die Query aufstellen gehen, dass es dann endlich klappt wieder. Weil ich hatte das ja schon mal mit ein paar Kumpels gezockt im Singleplayer, Multiplayer. Und da meinte die Tesserakte ein bisschen rumzuzicken. Ich bin ja auch mal gespannt. Ich will jetzt auch mal schauen, dass ich jetzt über die Weihnachtszeit mal langsam meinen PC ein bisschen aufrüste. Weil ich würde auch gerne mal wieder mit ein paar mehr FPS aufnehmen. Ach so scheiße, da füllen die sich langsam. Also die machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Können wir ja schon mal so weit vorbereiten. Wir brauchen noch 8 Bronze und 8 Silber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8 Silber. Und wir haben alles fertig. Und falsch rum. Ja. Das hab ich. Ja. So gar nicht drauf. Und die Tesserakte sind fertig. Und die Folge damit auch. Und ich bedanke mich ganz herzlich zum Zuschauen.
Danke, schreib mir doch Kommentare. Like doch mal, fänd ich nice. Und ich kann so gar nicht singen und das tut so weh in den Ohren, glaube ich, gerade. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal, wie gesagt, schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, außer zum Gesang, obwohl da könnt ihr eigentlich auch eine Kritik zu machen. Einfach in die Kommentare schmettern und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.